Die Brandenburger Landtagswahl steht unmittelbar vor der Tür. Im Cottbusser Café Zelich fand deshalb am vergangenen Donnerstagabend die Podiumsdiskussion der etwas anderen Art statt. Der Verein Junge Lausitz lud interessierte Gäste und die Kandidaten der wichtigsten Parteien ein, um sich in entspannter Atmosphäre vor allem über die Belange junger Menschen auszutauschen. Wir haben uns gedacht, wir wollen ein Event schaffen für junge Leute, quasi ganz speziell. Zielgruppe ist heute die Jung- und Erstwähler, aber auch jeder, der sich zu jungen Themen hingezogen fühlt. Also wir als Junge Lausitz hatten einfach das Gefühl, dass es hier in der Region kein Forum, kein Wahlforum gibt, was explizit für junge Leute ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, klar, das ist eine ganz wichtige Zielgruppe, die erreicht werden muss, weil das sind die Entscheider auch von morgen. Und die wollen wir vordergründig erreichen. Und weil es halt sowas in dieser Art hier noch nicht gibt, haben wir uns gedacht, wir sind die Ersten. Wir wollen heute erst jungen Menschen leichter machen, ihre Wahlentscheidung zu treffen, die verschiedenen Positionen zu vergleichen und dann ihre Stimme am 22. September auch abzugeben. Bei uns kann man mitmachen, digital hier vor Ort. Es geht um die Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich. Und so offen sind die wenigsten Formate. Und das ist natürlich auch für die Kandidatinnen und Kandidaten super herausfordernd. Neben eher klassischen Bestandteilen einer Podiumsdiskussion wie einer allgemeinen Vorstellungsrunde und Zuschauerfragen lebt die Veranstaltung der Jungen Lausitz vor allem von interaktiven Elementen, wie dem Fragentopf und sogar einem Glücksrad aller Activity, bei dem die Zuschauer fleißig mitraten. Und der Plan der Jungen Lausitz geht auf. Im nahezu vollbesetzten Wintergarten des Zelich reden die Kandidaten nicht nur über Parteipolitisches, sondern geben tatsächlich auch viel Persönliches preis. Uns ist es hier vor allen Dingen wichtig, den Menschen hinter dem Politiker vorzustellen, weil für uns hat sich einfach herausgestellt, dass umso authentischer die jungen Menschen auf den Politiker wahrnehmen, umso eher können sie sich halt auch mit ihm identifizieren. Auch wenn der Altersdurchschnitt der Zuschauer beim nächsten Mal sicherlich gerne noch etwas geringer sein darf, schreit diese Veranstaltung am Ende nach einer Wiederholung. Denn genau so können auch junge Menschen wieder mehr für das Thema Politik begeistert werden.